Also ich kannte ihn nicht persönlich. Man hört von anderen Künstlern, von Kollegen, von Menschen in seinem Umfeld, von seinem Sohn Ulrich Schumacher. Man hört, er war ein aktiver, ein humorvoller, sehr dynamischer, ja, auch witziger Mensch, der aber für seine Arbeit sehr ernsthaft war. Es gibt ein Bildband, in dem alle seine Äußerungen zusammengefasst sind. Und da kommt er rüber als sehr gebildeter Mensch, der aber auch sehr humorvoll über seine Arbeit und über sich selber sprechen kann.